πέντε κοπελιές διασχίζουν τα βουνά της Κρήτης μορυβατικά ψυχή. Sono Amy, responsabile marketing di Inafit per l'Italia. Lo sci alpinismo per noi significa avventura, godere la natura, fare sport all'aria aperta. E qua a Creta è molto particolare perché proprio nelle regioni di Lefkaori e Psiloritis c'è pochissima gente e quindi è ancora più bello godere della pace e della compagnia del nostro gruppo puramente femminile. Ich bin die Steffi und ich mache unser Merchandising für Dynafit. Und ja, die Tour auf Kreta, die war einfach einzigartig. Wir haben da eine Skiüberquerung gemacht. Die Landschaft ist total einzigartig und einfach ganz anders wie bei uns. Es ist einfach wie so eine Schneewüste. Du gehst auf den einen Gipfel und siehst schon wieder den nächsten, wo es am liebsten sofort draufgehen würdest und runterfahren. Und siehst das Meer. Das ist einfach so ein Kontrastprogramm zu dem, was man daheim hat. Be easy to find my way out here. Mein Name ist Sibylle, ich bin Produktmanager bei Dynafit für die Bekleidungslinie hier in Kreta. Hatten wir wirklich sehr harte Anstiege. Es ist Mitte Februar, aber es waren schon extreme Frühjahrsbedingungen. Das heißt, in der Früh Steigeisen oder Haarscheißen. Manchmal wirklich sehr eisig, also die Haarscheißen haben gar nicht mehr gereicht. Und dafür wurden wir mit einer super Abfahrt im Firn belohnt. Ich bin die Chrissy, bin bei Dynafit fürs digitale Marketing verantwortlich. Und neben der exotischen Landschaft fürs Skitourengehen ist vor allem die Gastfreundlichkeit der Griechen hervorzuheben. Wir sind sofort mit offenen Armen in die doch sehr kleine Skitouren-Community von Kreta aufgenommen worden. Und es war wirklich ein super cooles Erlebnis auf Kreta. Ich bin die Alessa und ich bin verantwortlich für die internationale Kommunikation bei Dynafit. Und das Spezielle an unserem Mädelstrip war, glaube ich, dass wir zwar alle, also dass wir eben alle für die gleiche Firma arbeiten und dadurch auch einfach die Leidenschaft vom Skitourengehen teilen. Ja, und irgendwie ist zwar jeder verschieden und kann auch seine eigenen Grenzen austesten bei sowas. Und trotzdem hat man halt einfach super viel Spaß am Berg und Gaudi, obwohl es auch super anstrengend ist. What is